Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Leroy B und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. Immer noch mit den Kampftoren hier am Werk. Und ja, wir haben die erste Hälfte erledigt. Jetzt kommt die zweite Hälfte. Und ja, ich glaube, da war hier, ne? Geht aus dem Weg. Oh, jetzt brauche ich 21.000. Jetzt brauche ich doch schon ein bisschen mehr. Boah. Ich meine, das war hier, ne? Ja. Also doch schon. Gut, Rainer. Rang 8. So, ist ja jetzt richtig. Warte, ich habe schon wieder falsch rein gemacht. Ja, letztens habe ich die siebte, genau. Okay. Dich muss ich fotografieren. Na, endlich mal. Boah, die letzte Fotomission. Also nehme ich jetzt mal an. Ich habe noch keine neue bekommen bisher. Blitzka? Nein, okay. Oh. Guck mal, wie ich jetzt auf dem Bild unten rechts aussehe. Komplett im Weiß. Da war schon. Boah. Was ist das denn? Oh. Ah, okay, das. Das zweite Ding, okay, kriege ich die alle nur einmal oder was? Dann weiß, wenn ich jetzt zweimal eine Niemandswache plus herstelle, dann kriege ich das dann immer wieder, oder? Keine Ahnung. Jedenfalls, wir haben eine Fotomission erledigt. Und wir haben jetzt alle, ne? 20 wäre eine gute Zahl, ich glaube, da waren 20, ne? So, ich will raus hier. Nächste ist in Arendelle. Boah, da weiß ich noch. Ich habe nirgendwo gefunden und dann bin ich irgendwann auf der Suche nach diesem blöden Labyrinth gewesen und bis ich das mal wieder gefunden habe, da ist ja richtig zum Kotzen. Oh, aber ich weiß es jetzt nicht. Was mir extra hier so natürlich Eislabyrinth, Aufzug hoch und nach dem Portal. Also ja, so habe ich mir notiert. Also das ist echt gestört. Ja, wir müssen erstmal hier hin. Da kommen wir nämlich zum Eingang vom Eislabyrinth. Und ja, ich habe irgendwie immer so ein bestimmtes Gebiet gesucht, das ich nie wieder gefunden habe. Und ja, bis ich da mal wieder gefunden habe, boah, war so zum Kotzen. Dann wird er jetzt sehen. Eieiei. Ich möchte mal gerne an einem Mogelshop. Komme ich irgendwann an einem Mogelshop vorbei? Ich lasse mich mal meine Notizen gucken. Ja, ich glaube schon. Beim nächsten Dingen. Na, ich habe vergessen, das Ding zu lesen. Oh. Gut, lesen. Geheimbericht Nummer 8. Die echte Organisation, sehr nur Ziel, ist es, 12 Gefäße zu sammeln, die er zusammen mit seinem wahren tatsächlichen Ich als die echte Organisation 13 betrachtet. Nun, da er sie alle beisammen hat, gelten Demix und ich nur noch als Reserve. Auch andere, die in der alten Organisation Senders gedient haben, haben den gleichen Weg wie ich eingeschlagen. Und sich dazu entschieden, ihre wiedererlangte Menschlichkeit aufzuziehen und als Niemande nun der echten Organisation beizutreten. Nicht jedoch Semnas. Semnas kann in der Gegenwart nicht existieren, da es hier bereits einen Seernot gibt, den alten Mann, der in der echten Organisation 13 das Sagen hat. Das Menschensein des alten Mannes hindert seinen Herzlosen und seinen Niemanden sowie andere, die in der Vergangenheit besiegt wurden, und sein jüngeres Ich daran, in dieser Zeit zu existieren. Um dieses Problem zu umgehen, nutzt Seernot die Prototyp-Repliken, die ich in der Vergangenheit als Gefäße erschaffen habe, und bringt die Herzen seiner anderen Ichs aus der Zeit, in der sie existierten, zu sich. Seernot befahl mir, die Prototypen weiterzuentwickeln, damit ihre Originalen noch näher kommen. Meine Kreation zu perfektionieren, damit sie wahre Menschen aus Fleisch und Blut beherbergen können, kommt auch meine eigenen Zielen zugute. Alles, was ich im Sinne meiner Wiedergutmachung nur noch tun muss, ist einen Weg zu finden, so viele Gefäße wie möglich an diejenigen weiterzugeben, die sie wirklich verdienen.
wechseln. Ehrlich, dass die Replikas alles sind, macht sehr viel mehr Sinn, als dass die alle irgendwie aus verschiedenen... Ja, ich weiß, Goofy, das sagt er jedes Mal, wenn ich da vorbeigehe. Da macht irgendwie mehr Sinn, dass das alles Replikas sind, als dass die aus verschiedenen Zeiten irgendwie kommen. Also hat er jetzt irgendwie die Herzen von anderen aus anderen Zeiten genommen hat und die in die Replikas reingepackt hat. Da macht irgendwie mehr Sinn. Weil das habe ich mich immer gefragt, wie kann irgendwie so, und ich habe jetzt, ich bin jetzt immer hier rumgerannt, ne, in diesen Gebieten, und ich bin immer im Kreis gelaufen, und ja, dann habe ich irgendwann gemerkt, hier kannst du ja den Aufzug nutzen. Und da kommst du dann irgendwo hin. Boah, habe mich echt frustriert. So, jetzt will ich noch gucken, wo es hier noch mal war. Ich glaube, irgendwo da hinten. Das hat mich immer irgendwie verwirrt, irgendwie. Wie können die bitte schön zur gleichen Zeit existieren? Wie kann irgendwie Xehanort, also Xemnas und Anthem sind ja erschaffen worden, nachdem sich irgendwie Terranort hier in einen Herzlosen und einen Niemand hier aufgeteilt hat, ne? Und ja, wenn er sich einmal aufgeteilt hat, ne? Da kann er ja nicht gleichzeitig auch... Warte mal, ich glaube, wir sind nicht falsch, ne? Ich meine, wie kann denn bitteschön Terranort existieren, wenn er sich irgendwie in zwei Leute aufgeteilt hat? Das macht auf jeden Fall mehr Sinn. Und ich weiß jetzt schon wieder nicht, wo ich hier bin. Ich glaube, ich bin hier richtig. Ich weiß es aber nicht. Boah. Ich glaube, hier lang war das, ne? Ist aber auch ein Gerät, ne? Und ich habe ich mir schon wieder hier. Ja, boah. Oh, ich hasse so was, ey. So, hier glaube ich, ne? Da ist es. Gut. Rang 9. Ja. Gut. Machen wir weiter mit diesen sehr einfachen Kampftoren. Hey, und Marshmallow ist auch da. Jetzt, oh, wir sind hier, okay. Jetzt guck ich mal an, wie schnell der verreckt. Ey, das wollte ich eigentlich nicht machen. Ist so gestört, ne? Ich meine, wenn wir schon hier in diese Gebieten ja kämpfen, ne, dann hätten sie auch direkt irgendwie hier die Bosse reinpacken können. Jetzt mal ganz ehrlich, ey, was soll das eigentlich? Na guck mal, der ist schon fast tot wieder. Wie macht der das? Der hat 400 HP. Verstehe halt nicht. Ja, verlieren. Schadenskontrolle. Ultima Formel. Boah, ich wollte ein andere machen. Boah. Ich tue einmal L2 drücken. Oh, Berserker. Ja, ne, wo waren die? Warum müssen erst hier auftauchen? Ja, wir sind was von mir. Ich habe Donald gehört. Oh, ich wollte euch irgendwas geil. Und Donald. Oh Gott, mein Ding ist abgelaufen. Gut. Dunstkristall. So, jetzt müsste ich alle Sachen beisammen haben, um die restlichen Sachen herzustellen. Und ich hoffe, ich habe auch alles andere schon hergestellt, weil sonst muss ich mich echt wieder durch die Listen hier so durchgucken. Muss ich Gummifon öffnen? Habe ich das schon hergestellt? Da muss ich zum Mogelshop. Das ist auch doof gemacht. Ich meine, warum kann das nicht im Mogelshop angezeigt werden, ob ich das schon mal hergestellt habe?
So, warte mal hier, ich bekomme schon wieder so viele Sachen hier. Schadenskontrolle. Macht das noch mal. Schauen, wenn ein LP bei 25, ja. Aber irgendjemand hat FP bekommen, du. Und du hast alles. So, ich kann jetzt leider nicht sehen, wie viel HP der eine Typ hat, aber okay. So, habe alle niemanden. Wir nur noch Herzlose. Nein, ich schätze. Geheimer Bericht 9. Analyse von Anzims Daten. Auszug 1. Ich habe die Daten studiert, die mein Meister in Rikus Händen gelegt hat. Im Folgenden lege ich die vorläufigen Ergebnisse meiner Analyse da. In Soas Herz befindet sich 3 voneinander abgetrennten Behälter. Jeweils das Herz eines anderen alten. Ein Behälter enthält das von Roxas. Ein anderer hält ein zweites Herz, das schon fast genauso lang ein Teil von Soa ist. Ein anderes erhält ein zweites Herz, das schon fast genauso lang ein Teil von Soas ist. Shion. Der dritte Behälter beherbergt sein Herz bereits viel länger. Alle 3 Herzen sind mit dem von Zoro verschmolzen und keine eigenständigen Entitäten mehr. Jeder Versuch, sie tatsächlich zu extrahieren, könnte sie von Zoro als ebenso fatal erwiesen, wie das, was ihn überhaupt 1 zu 1 Herzdosen werden ließ. Ja, da wurde auch irgendwie nicht erklärt, wer ist das andere Herz in Zoro? Steht, da sind so viele Fragen irgendwie offen geblieben. Mein Gott. Oder wurde halt irgendwann schon erklärt und ich habe schon wieder nicht aufgepasst. Oder ich habe da gerade vergessen, keine Ahnung. Zuallererst muss für jedes Herz ein Gefäß existieren. Als nächstes ist eine Art Funke erforderlich, um das Erwachen des Herzens zu induzieren. Die ideale Lösung wäre natürlich, jedes Herz wieder seinen eigenen Körper zuzuführen. Aber wie auch immer, geartet die Lage bei der beiden unbekannten Individuen ist, in Roxas Fall dies nicht mehr möglich. Dasselbe gilt für Namine, von der wir vermuten, dass sie in Kairis Herz wohnen. Wie immer auch so, wenn wir Ersatzkörper für sie hätten, benötigen all ihre Herzen im Grunde nur noch jeden Funken Menschen, die ihnen wichtig waren und denen sie wichtig waren und die ihnen den Weg nach Hause zeigen können. Eine vollständige und perfekte Digitalisierung des Herzens ist unmöglich. Wir können einzig hoffen, dass uns gelingt, es teilweise rekonstruieren. Ich sehe daher keinen anderen Weg, als die Herzen, die wir so dringend brauchen, direkt aus Soa zu extrahieren. Glücklicherweise halten die in Twilighton gespeicherte Daten nahezu perfekte Aufzeichnungen der Erinnerung der dortigen Bewohner. Und für Roxas und Namine ist das essentiell. Oh, schon wieder Dunstkiss. Ja, wer ist der dritte Herz in Soa? Hallo? Wurde auch nicht erklärt. Also, mein Gott. Ventus. Boah. Boah, ich bin auch doof, ne? Ventus. Boah. Warte mal, Ventus? Roxas? Er hat gesagt, ein Herz ist schon viel länger irgendwie in Soras Herz drin. Das muss ja Ventus dann sein, ne? Roxas ist ja bestätigt, ne? Dann hat er gerade gesagt, eins ist zur gleichen Zeit wie Roxas hinzugestoßen. Also nehme ich mal einen Shion. Ne? Warte, habe ich das letztens da so irgendwie dämlich verpasst oder was? Aber die, also Vanitas hat zum ersten Mal aufgetaucht. Das hat er aber gesagt, hey, du hast Ventus, das Herz in dir. Und dann ist er noch Roxas. Und dann hat irgendjemand doch, glaube ich, nur gesagt, da ist noch ein drittes Herz drin. Da kann das deutlich Dings sein. Warum komme ich jetzt hier wieder nicht hoch? Aber das hatten jetzt schon wieder. Oh, ich hasse dieses Labyrinth, ey. Warum kann ich jetzt ja nicht zurück? Ich kam doch von hier. Der Aufzug war da unten. Ich bin noch mit dem runtergefahren, ey. Will jetzt mich wieder hier durchkämpfen oder was? Ah. Oh. Ich hasse Labyrinthe. Warum existieren Labyrinthe? Hat irgendjemand Spaß an Labyrinthe? Hey, warte mal, jetzt bin ich wieder hier. Aber hier war ich doch die ganze Zeit schon und hab irgendwie den Eingang. Boah, warum ist denn jetzt nicht wieder da?
Ja, dieses Gebiet hier. Hier war ich doch die ganze Zeit, seit ich letztens gesucht habe. Warum konnte ich von hier aus nicht? Boah. Der Eingang da war irgendwie nicht da vorher. Was soll denn der Scheiß? Oh. Ja, ihr seid mal hier im Royal kommen. Ente Sammelziele, cool. Ich habe alles. Dunkle Kette. Die war vorher nicht da, okay. Dann Niemandswache, habe ich einen Niemandswache oben. Na, dann Herzlosenkeule plus, ne? Und Herzlosenkeule, das müsste ich eigentlich alles haben. Ja, Meisterspiel. Gut. Oh, mal auch abgeschlossen. Gut. Ja, dunkle Kettchen. 1. Ja, super. Was ist das denn für eine Belohnung für hier diese Dinger? Aber muss ich das hier alles noch abchecken? Sparfuchs, Herzlosen Sieger. Nein, nicht wegwerfen. Mal wissen, was die Effekte hier machen. Für die Herzlosen zusätzlichen Schaden zu. Was dann gerade ausgerüstet? Esprit und MP Aska. Ne, ist besser. Esprit und bewusstlosen Schutz. Hyperheilung, niemand Besieger. Ja, ach komm. So, die habe ich immer noch, also im Grund gut. Speichern das mal. So, wo sind wir? Arnel, Karibik müssen wir jetzt. Bin Level 50, gut. Ich hoffe, das reicht alles hier so für den optionalen Boss. Oder ist jetzt nicht irgendwie so, weiß nicht, verweilender Wille stark oder Mysterious Figure. Also so eine Hektik habe ich jetzt irgendwie keine Lust heute noch. So, nee, Karibik. Nur eins im Archipel, okay. Da. Ja, ich weiß, das ist irgendwie in diese Höhle, wo wir die Dings geholt haben, ne? Die Black Pearl oder die Leviathan. Gut, ja. Und dann sind nur noch 4 Stück danach übrig. 3 werden wir in diesem Part noch machen. 14. Dafür wird ein extra Part gemacht. Gucken, wie stark der optionale Boss ist. So. So, ich muss kurz hier hin. Müssen wir einmal herumfahren. Wir brauchen keine Krabben, Mann. Hier. Oh, willst du mich verarschen? Wo? Oh, ich sehe nichts. Ich gehe einfach da rein. Oh, ich kann da nicht mehr rein. Das Schiff kam doch von da drin. Boah, jetzt muss ich die erstmal wieder alle erlegen, gell? Hier. Na, wo ist das Ding jetzt hier, oder? Ich kann nicht schwimmen, ich warte auf dem Schiff. So. Boah. Wir werden schon näher ran. Na, da ist es. Gut, komm her. Müssen wir jetzt mit Schiffen ja kämpfen?
irgendwie voll irgendwie der mieser Zug, irgendwie ein Stern nur, okay. Und dann kommt er her. Weil ihr, ich habe Ultima. Das ultimative Schlüsselschwert. Ja, ne, Ultima gegen Schiekling, weil es wohl stärker. Genau deswegen will ich irgendwann den finalen Boss noch mal machen. Während wir die Ultima Klinge hier haben. Oh, ich habe keine. So ausgerechnet so ein Viecher sein, ne? So, muss schon sagen, wenn das gewesen wäre, ne? Ich hab extra den ganzen Weg hier für sowas dahin. Alter, was ist denn hier auf einmal los? Wo ist das? Alter. Ich hier so ein echtes Schwert ab, ist richtig gut, ne? Richtig stylisch. Ja, kommen jetzt die auch noch. Ah, okay. Lass die Schwerter regnen. Au, ich sag besser. Was hat? Ich bleib zurück von meinem Lütten, ne? Kannst du es eigentlich wagen? Komm her. Oh, ja, war schon. Oh. Wasserknöpfe, geil. Also irgendwie nicht Selfie pro Sache. Ja, habe ich auch noch gar nicht geguckt, was das ist, ne? Also dafür, dass diese Dinger erst nach dem Durchspielen verfügbar sind, ne, sollte ich echt irgendwie nicht Wasserknöpfe oder so als Belohnung bekommen. Ich meine, ernsthaft, das ist dann, was ich bekomme, nachdem ich das hier mache. Ah, okay. Let's see. What? What's all this about? That's some sort of spyglass? Probably French, eh? Cheese! Yeah! Ein Zahn ist sogar irgendwie angemalt, so schwarz, als würde uns der fehlen. Cool, ich bin mir noch nicht gemerkt. Gut, kann man ruhig 10. Analyse von Anselm Starten, Auszug 2. Auf die Frage, wie man ihr Herzen ein neues Zuhause geben kann, ist die einzige denkbare Antwort Repliken. Wenn es uns gelingt, die digitale Erinnerung aus dem Archiv von Twilight Town zu übertragen, sollten die Repliken in der Lage sein, die individuellen Erscheinungen jedes Menschen mit einem nahezu perfekten Ergebnis zu rekonstruieren. Und dann brauchen ihre Herzen nur noch den richtigen Funken, um sie zu erwecken, damit sie aus Sora und Kairi heraus und den Weg in die neu geschaffene Körper hineinfinden. Project Replic war wahrlich revolutionär, aber zum Zeitpunkt der Auflösung der alten Organisation war es nicht abgeschlossen. Wie sollen wir die Forschung ohne Evan vorantreiben? Ein absolutes Minimum benötigen wir 3 Repliken. Eine für Oxus, eine für Namne und eine für den unbekannten blinden Passagier in Zoras Herzen. Ja, Ventus dann, ne? All das sind kaum lösbare Dilemmas, die doch, wie ich gerade mit den Analysen des Daten meines Meisters beschäftigt bin, tappe ich mich dabei, wie ich mich auf einmal im Geschmack von Eiscreme erinnere. Als ich ein Junge war, aßen wir gemeinsam leckeres Eis, wenn wir zusammen spazieren gingen. Aber später wird noch genug Zeit sein, meinen Verrat zu bereuen.
Im Augenblick muss mein Fokus darauf liegen, Roxas und Namne wiederherzustellen und zu beweisen, dass mein Meister nicht als gute Absichten hatte. Okay, Ledokali. Oh, mein Schiff steigt hier. Ausgezeichnet. Ah. So, Schiffe, geht mir jetzt bitte nicht auf den Nerven. Ich will einfach nur zum Ding jetzt zurück. Ich will eigentlich nur hier raus aus dieser Welt erstmal. Oh, ist ja gut, ich brauche keine Kram. Wir sind auf Level 10 mit dem Ding. Leute, ey. Lässt aber auch nicht lockern, ey. Ist weg. Ich will anhalten. Danke. Okay, blub. So, ich muss am PC kurz was machen. So, dann sind noch zwei in San Francisco. Rein da. Ja, boah. Kann hier ein Furz irgendwie. So, das würde jetzt ein bisschen doof. Obere linke Ecke der Stadt vorm Tunnel. Alles klar. Und ich gehe mal tagsüber dahin, weil laufen ja keine Ärzte rum. Was vielleicht ein bisschen doof wäre, weil Erfahrungspunkte, aber okay, was soll's. Entschuldigung, ich muss die ganze Zeit was trinken. Ich weiß nicht, warum mein Kehl so weh tut. Ich habe doch nicht so viel gelesen gerade. Aber ja. Warum ist Namine in dem Spiel nicht vorkommen? Die ist auf dem verdammten Cover, also warum schon? Die ist am Ende vorkommen und einmal so als Stern, aber nicht doch ein bisschen doof. Die ist auf dem Cover. Die ist genauso vertreten wie alle anderen Charaktere. Die kommt noch nicht mal vor, also irgendwie dafür, dass das Spiel so lange in Entwicklung war. Haben sie doch irgendwie so ein paar gerushte Sachen hier gemacht. Die mir jetzt erst so auffallen. Ja, tut mir weh, das hier alles so herauszupicken. So, da ist ein Tunnel. Ist er da? Ich glaube, ne, ich sehe jetzt schon von hier aus. Das ist auch, danke. Oh nein. Oh. So, Rang 11. Los geht's. Oh, wir kämpfen wieder auf der Brücke. Geht mal weg hier. Heute eigentlich was Durchbrecher war gerade drei irgendwie. So. Irgendwie mache ich keinen Schaden, ich will sein Gesicht treffen. Aber ja. Ich glaube, die Form ist sehr viel überpowert als die Überform aus Kingdom Hearts 2. Einfach nur, weil wir uns in die verwandeln können, ohne dass wir Goofy und Donald zwingend bräuchten. Oh Gott. Diese Typen, die diese Rüstung tragen, ne? Schlimmsten Gegner aller Zeiten. Ja.
Abwart schon. Ey, Junge. Yin-Yang-Knöpfe. Geheimbericht 11. Alter, was ist das? Das wird so einfach, Mann. Er macht es nur noch schlimmer, hat hier keine optionalen Bosse sind. Nur hier so Wellen von Herzlosen. Am Schaden. Weil da sind nicht irgendwie nicht wirklich mehr. Gegen dieses Viech haben wir doch gekämpft im Olympia schon. Warum ist das jetzt nachts? Na, wo gehe ich überhaupt hin jetzt gerade? Südlich vom östlichen Speicherpunkt. Auf dem Wolkenkratzer habe ich mir notiert. Voll ernsthaft. Da ist der Speicherpunkt. Auf dem Wolkenkratzer, da ich sehe ja schon. Boah. Er ist schon. So, vorher aber lesen. Beobachtungen des Auszugs 1. Ich habe es durchschaut. Der Schlüsselschwertkrieg hat sich genau so abgespielt, wie es auf der verschollenen Seite geschrieben stand. Nun muss das Schlüsselschwert, das mir dem Meister anvertaut hat, einen anderen übergeben werden. Aus den überlebenden Pusteblumen wurden 5 Bündnisführer auserwählt. Ich werde das Schlüsselschwert an einen von ihnen weitergeben und dann weiter zu sehen, wie sich die Zukunft vor meinen Augen entwickelt. Er ist vom Meister des Meisters, ne? Es scheint, als hätte jemand den Platz von einem von ihnen eingenommen und sich so unbemerkt unter sie gemischt. Einer der 5 ist also ein Betrüger. Hat den Platz von einem von ihnen eingenommen. Einer der 5 ist also ein Betrüger. Jemand, der den Meister nicht auswählt hat, okay? Luxo könnte das dann sein. Dass mir der Meister anvertraut hat, okay, ja. Dann kann er ja gar nicht der Meister sein. Dann geht werden an den überlebenden Pusteblumen und 5 von des Führer auserwählt. Ihn weitergeben und dann weitersehen. Ach, das sind diese einen, okay, ja, okay. Wahrscheinlich hätte ich jemand den Platz von ihnen eingenommen und sich so unbemerkt unter sie gemischt. Einer der 5 ist also ein Betrüger, jemand, der den Meister nicht ausgewählt hat. Dieser Betrüger ist wie ein Virus in dem Programm, das der Meister so sorgfältig geschrieben hat. Der Virus hat ein seltsames Projekt in Gang gesetzt, eine verwegene Verschwörung, die es den 5 ermöglicht, in eine andere Weltlinie zu fliehen. Aber wie kann das sowas möglich sein? Wir reden hier von der gleichen List, die es dem Pusteblumen ermöglicht haben, nach dem Schlüsselschwertkrieg eine andere Weltlinie zu wechseln. Aber diese Kinder sind keine Meister, sie haben gar nicht die Mittel, außer natürlich eine gewisse der Magie mächtigen Dame, die aus der Zukunft herbeischworen wurde, weiß mehr als ich. Die mächtigen Dame, die aus der Zukunft herbeischworen wurde. Malefiz? Die ganze Sache mit den Bündnisführern hätte nach Vorschrift verlaufen sollen. Sind diese neuen Ereignisse nur ein weiterer Teil des großen Plans des Meisters? Luxo hat das geschrieben. Ne? Und da vielleicht Ava. So, schon wieder nur ein Stern. Okay. Ey. Also du hast so viel Potenzial hier reinstecken können in diesen Dingern, ne? Wir kämpfen einfach nur gegen random Gegner, ja, weißt du, die ich ja auch so irgendwie treffe in diesem Spiel. Oh, war nur durch San Franzok, wo ja durchlatschen. Aber die überleben alle mit einer AP, ehrlich. Ich hätte ja eigentlich, ich könnte ja einfach durch San Franzok hier rumlaufen und die Gegner alle erlegen. Bräuchte ich extra ein Tor für machen, hallo? Ist irgendwie dämlich gemacht, also tut mir leid. Wie sehr ich das Spiel auch mag, aber trotzdem, das geht irgendwie so nicht. Ist ein bisschen faul gemacht, wenn du mich fragst. Es ist so viel anderes machen können, ja, Bosse.
ja, Bosse. Mal stattdessen so was hier. Vor allem von der Herausforderung kann man ja jetzt auch nicht so wirklich reden, also was soll's. Ist halt immer so, ich stecke mein Vertrauen in DLCs und ja, und ich werde dadurch ein bisschen besser. Aber bisher, ja, geile Herausforderung. Ey, Eisknöpfe, dann kriege ich sowas dafür. Ich meine, ich krieg zwar geheime Berichte, die mir ein bisschen mehr Informationen geben, vielleicht, aber das war's auch schon. Ja, die ist eigentlich nur dafür da, dass ich mich mit Ultima hier austoben kann. Vielleicht ist Ultima auch einfach nur so broken. Aber ja, kann ich mir nicht so vorstellen. Ich würde jetzt, wenn ich jetzt eine andere Waffe nehmen würde, dann wäre es halt ein bisschen schwieriger. Aber ja, okay, weiter mal hier noch. So, ich brauche eigentlich gar nichts mehr hier. Puh, keine Ahnung, weiß nicht, was ich noch ausrüsten soll. Ich brauche eigentlich nichts davon. So, boom. Beobachtung, Auszug 2. Selbst auf einer Weltlinie ohne Schlüsselschwertkrieg scheint Frieden nur ein Traum zu sein. In unserer Abwesenheit und der des Meisters taucht eine Dunkelheit auf, eine, die Welt ganz sicher einen weiteren Untergang bescheren wird. Inmitten all des Chaos habe ich mein Schlüsselschwert an den Bündnisführer vermacht, so wie es mir der Meister aufgetragen hatte. Ich überwachte, wie die 5 auf eine andere Weltlinie geschickt wurden, zu einem hohen Preis, damit die Nachkommenschaft der Schlüsselschwertträger gesichert ist. Und jetzt ganz ohne Schlüsselschwert muss ich dieses Land verlassen, um meine letzte Pflicht zu erfüllen. Das bedeutet, dass ich meinen eigenen Körper aufgeben und mein Herz von Gefäß zu Gefäß weitergeben muss, so oft wie es nötig sein wird. Ja, das ist auf jeden Fall Luxo. Aber ich werde auch weiterhin den Lauf der Dinge in jede Ära fest im Blick haben, in eine Ära nach der anderen. Eines fernen Tages, ob in Jahren oder Jahrzehnten, Jahrhunderten oder Jahrtausenden, werde ich diese 5 noch einmal treffen. Irgendwann in der zyklischen Geschichte der Weitervererbung wird der Außerkorne erscheinen und den Schlüsselschwertkrieg erneut entbrennen lassen. Wenn dieser Sündenbock auftaucht und mein Schlüsselschwert in die Hand nimmt, kommt für mich die Zeit, in Erscheinung zu treten, meine Pflicht zu erledigen. Der verschollene Meister wird erwachen. Ah, das heißt, der Meister aller Meister kommt irgendwann zurück. Okay. Boah, ehrlich. Also nehme ich mal an, in der Truhe ist irgendwie der Meister oder der Terz von dem oder irgendwie sowas. So hat der irgendwann wieder erscheinen kann. Nehme ich an, ne? Ist ja auch so eine Theorie, dass irgendwie das Herz des Meister aller Meister in dieser Truhe ist. Und ja. Keine Ahnung. Was ich jedenfalls weiß, ist, wir sind jetzt hier auf zum vorletzten Dingen. Und ja. Auf geht's. Ich finde immer noch toll, dass da irgendwie die Verfasser unbekannt steht, obwohl wir irgendwie das Ending gesehen haben und gesehen haben, wer das alles war. Also ja, man kann die Dinger ja erst kriegen, nachdem man das Spiel durchgespielt hat. Also warum, was? Muss man irgendwie was, ja, weiß nicht. Ist das wie in Kingdom Hearts 1 und 2, wenn man irgendwie auf Beginner oder so spielt oder auf Anfänger, dann tut man irgendwie nicht ein geheimes Ending oder so freischalten. Jemand so ist hat, ne? Also wenn man mit Profi durchspielt, kriegt man automatisch. Wenn man Anfänger spielt, muss man irgendwie alles hier freischalten. Und ja, irgendwie so nehme ich mal, läuft dann ab, ne? So, hier ist Nummer 13. Ha, passend. Nun ja, rein da, komm. So, hier könnte man gegen diese 1000 Herzdose wieder kämpfen. Und niemand,
Der war jetzt so perfekt. Aber nö. Kämpfen dieses Dino-Ding aus San Francisco. Oh Gott, was? Ding ist noch hier, weil ich gerade. Oh, ehrlich. Bleib hier oben, bin ich sicher. Eigentlich nicht so auf den losgehen, aber okay. Was ist das? So, ihr seid erledigt. Na, Goofy und Donald sind beide tot. Ich habe ja Latsch schon wieder gemacht. Dann hole ich mal mein Ultima-Schwert raus, ne? Der lässt sich einfach über den Haufen hauen, ja. Boom. Was ist das? Die sind alle weg, hoffentlich. Was? So, komm her. Ah, ehrlich? Du hast eine Rüstung gepackt, bevor ich dich erledige. Drei Gestirn. Und einmal habe ich Nummer 13. Gut. Alles klar. Gut, damit haben wir alle Kampftore bis auf das eine mit dem optionalen Boss. Und ja, mal gucken, wie stark der sein wird. Aber den machen wir erst im nächsten Part, ne? Wäre jetzt ein bisschen doof, wenn die irgendwie mit einem Schwierigkeitsgrad hier auf volle Möhre hochgehen. Und alles andere bisher voll jämmerlich war. Also ja. Einmal Berichte haben wir alle, alles klar. Beobachtung, Auszug 3. Es scheint, dass diese Körper, dieser Name, mein letzter sein wird. Die Leben, die ich über die Zeitalter hinweg gelebt habe, wurden Bände füllen. Doch jetzt muss ich mich auf das konzentrieren, was am wichtigsten ist. Das Schlüsselschwert wurde erfolgreich von Generation zu Generation weitergegeben. Und es hat den Anschein, als würden sich nun endlich die Schlüsselschwertmeister erheben, der Dunkelheit ergeben ist. Bis jetzt habe ich den Lauf der Dinge aus der Ferne beobachtet, doch vielleicht ist es nur an der Zeit einzugreifen. Alles, was ich tun muss, ist, die Rolle eines Narren zu spielen, mit einem Verlangen nach der Macht des Schlüsselschwerts. Ich werde die Maske eines Verbündeten tragen, um ganz aus der Nähe ein Auge auf mein Schlüsselschwert zu haben. Was? Eines Verbündeten tragen, ganz aus der Nähe ein Auge auf mein Schlüsselschwert zu haben. Maske eines Verbündeten. Okay. Folge deinem Herzen, sorge für, dass es an unseren Pläne Früchte tragen. Mein armer, bedauernswerter Sündenbock. Das starrende Auge, ein Schlüsselschwert gespielt aus dem Auge des Meisters aller Meister. Er gab es an mich weiter, so wie ich es an andere weitergab. Durch das Auge hindurch kann er die Zukunft sehen. Alles, was sich jemals zugetragen wird. Über all diese Zeit hinweg, über Körper um Körper, Leben um Leben, war es meine Aufgabe, Wache über das Auge zu halten, wie es von einer Hand in die nächste weitergegeben wurde. Es war eine lange Zeit, länger als ich es im Wort fassen kann. Doch nun hat der Schlüsselschwertkrieg endlich angefangen und Kingdom Hearts wird sich öffnen. Ein echtes und vollständiges Kingdom Hearts, geboren aus der Konfrontation von Dunkelheit und Licht. Ich werde schon bald mit meinen alten Gefährten wieder vereint sein und in jedem Augenblick wird meine lange Wache zu Ende sein. Er wird wiederkehren. Oh, oh, oh. Kingdom Hearts 4. So, ich nehme mal an, der letzte Gegner, der mir hier fehlt, ist ein Herzloser und wird der optionale Boss sein, ne? Gut, dann würde ich sagen, diesen Boss machen wir in der nächsten Folge. Ich nehme an, ich bin gut gelevelt, oder? Keine Ahnung. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ich mich an dem versuche. Vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüssikowski.